Kennst du das größte Geheimnis erfolgreicher Investoren? Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7 Jahresclubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in nur 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Ich verspreche dir in diesem Video einen großen Aha-Effekt. Du wirst verstehen, warum einige wenige Investoren sehr, sehr reich werden. Und warum die Masse der Investoren nicht mal annähernd reich wird, vielleicht sogar Geld verlieren. Wenn du wohlhabend werden willst, dann gilt folgende Formel. W, G, Wo. Das heißt, du schaffst Wert, du bekommst dafür Geld und du investierst dieses Geld in Werte, um wohlhabend zu werden. In dieser Formel siehst du schon, warum viele Menschen nicht viel Geld haben. Sie konzentrieren sich nämlich einfach auf das Geld. Geld aber bekommen die, die sich darauf konzentrieren, einen wahren Wert für andere zu schaffen, zumindest auf Dauer. Wenn du für andere Menschen ein Problem löst, dann bekommst du automatisch viel Geld. Und wenn du für andere Menschen ein großes Problem löst, bekommst du sehr viel Geld. Und wenn du für viele Menschen ein sehr großes Problem löst, dann wirst du unfassbar reich. Zumindest hast du dann sehr viel Geld. Und wenn du jetzt dieses Geld nimmst, um es in Werte einzutauschen, dann wirst du reich. Es gibt drei Arten von Werte. Erstens, ein Wert ist Beziehungen. Du investierst in Beziehungen. Du hilfst den Menschen, die du liebst. Das zweite ist, du investierst in dich selbst. Das ist mein Lebensmotto, konstant lernen und wachsen. Dafür gebe ich in der Regel 5-10% meines Jahreseinkommens aus, auch heute noch. Drittens, du investierst in Werte. Das sind Aktien, Immobilien, Gold, auch Bitcoin und so weiter. So weit, so gut. Aber was ist jetzt das größte Investmentgeheimnis erfolgreicher Investoren? Ich habe dir ja einen wirklichen Durchbruch versprochen. Hier ist er. Erfolglose Investoren kaufen Assets. Lass uns einfach Assets sagen, aber das sind Werte. Das sind also Aktien, Immobilien, Gold und so weiter. Also erfolglose Investoren kaufen Assets. Erfolgreiche Investoren schaffen Assets. Sie bauen sie, sie machen sie, sie erfinden sie. Das ist das, was wir mentale Alchemie nennen. Alchemisten im Mittelalter, kennst du wahrscheinlich, die haben ja aus Dreck Gold gemacht. So geht zumindest die Sage. Mentale Alchemisten können aus Problemen Assets schaffen. Wie tun sie das? Naja, sie lösen für andere ein Problem. Und wir leben ja im Informationszeitalter. Es sieht so aus, sie überlegen sich, wen mag ich? Was haben diese Menschen, meine Zielgruppe, für ein Problem? Wie kann ich das lösen mit einem Informationsprodukt, mit Information? Und dann zeigen sie in diesem Produkt anderen, wie sie ihre Probleme lösen können. Einstein sagt dazu, unsere Vorstellungskraft ist wichtiger als unser Wissen. Mentale Alchemisten können tatsächlich Geld erfinden, schaffen. Sie erfinden Geld, indem sie Lösungen erfinden für die Probleme anderer Menschen. Und diese Menschen bezahlen sie. Sie bezahlen sie auch gerne. Der mentale Alchemist bekommt Geld, weil er für andere Kraft seiner Gedanken Probleme löst und daraus ein Produkt macht. Das heißt, geniale Investoren nehmen in erster Linie nicht ihr Geld, um Assets zu kaufen, sondern sie schaffen Assets. Sie schaffen Assets, indem sie für andere ein Problem lösen. Und dann überlegen sie, wie sie dafür kontinuierlich, also beständig, jeden Monat Geld bekommen können. Und sie denken immer mehr wie Unternehmer. Wir müssen nicht alle notwendig Unternehmer sein, aber wir brauchen alle das Mindset eines Unternehmers. Auch als Angestellter, dann sind wir eben nicht normale Angestellte, sondern Intrapreneure. Das heißt, wir konzentrieren uns darauf, wie wir das Problem unserer Kunden, unserer Firma, unserer Kunden lösen, damit unsere Firma damit kontinuierlich Geld verdienen kann. Ich finde, das ist eine wunderbare Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Und eine wunderbare Möglichkeit, Investor zu sein. Denn du schaffst Investments, statt sie zu kaufen.
Genau genommen kaufst du mit dem Geld, das du dadurch dann verdienst, schon das eine und andere Asset. Ich kaufe ja auch Aktien, ich kaufe auch Bitcoin, ich kaufe auch Immobilien. Aber das tun wir für unseren finanziellen Schutz, für unsere finanzielle Sicherheit. Wenn ich Assets schaffe, bekomme ich viel mehr Geld. Ich bekomme viel schneller Geld und es fließt in Massen. Und das ist die Grundlage für meine finanzielle Freiheit. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie wirst du ein Investor, der Assets schafft? Vielleicht nimmst du dir ein leeres Buch und nennst es mein Ideenjournal. Und dann notierst du einfach mal Probleme, die du bei Menschen siehst, die du vielleicht lösen kannst. Und mach es dir zur Aufgabe, immer mal wieder darüber nachzudenken. Was haben diese Menschen für Probleme, die ich mag? Und wie kann ich das lösen? Und vielleicht gehst du auch mit dem Gedanken mal schlafen. Was kann ich tun, um diese Probleme zu lösen? Und dein Unterbewusstsein macht sich auf die Suche und schickt dir Lösungen. Zweitens, umgib dich einfach mit Menschen, die ebenso denken, die auch Problemlöser sind, die sich auch für Menschen interessieren, die auch herausfinden wollen, was haben die für Probleme und wie kann ich denen damit helfen. Und die vielleicht auch auf diesem Weg schon Wege gefunden haben, daraus Informationsprodukte zu machen und die automatisiert zu verkaufen. Drittens, überlege, wie du diese Ideen in deine Firma hineinbringen kannst und wie du auch an den Gewinnen beteiligt werden kannst. Wenn du das tust, dann bist du ehrgeizig. Und ich bin der festen Überzeugung, dass eine Firma ihre ehrgeizigen Mitarbeiter leistungsgerecht bezahlen soll, also gut bezahlen sollte. Sie sollten also an den Assets beteiligt werden. Das macht diese Mitarbeiter dann auch zu Investoren. Kennst du die Frage, kann ich das schaffen? Mein Appell ist, beantworte diese Frage nicht mit Ja oder Nein. Es ist eine gute Gewohnheit, da nicht mit Ja und Nein zu antworten, wenn es um Möglichkeiten geht, sondern frage dich stattdessen, kann ich Assets schaffen? Wie kann ich Assets schaffen, trotz dieser und dieser Umstände? Das ist die Gewinnerformel, die dich zu einem wirklich erfolgreichen Investor macht. Die Formel heißt, wie kann ich trotz... Wenn du dir dieses Video zu Herzen nimmst, kann es der Beginn für dich sein, ein wirklich erfolgreicher, reicher, glücklicher Investor zu werden und auf diesem Weg die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Alle großen Investoren, die ich kenne, haben nicht in erster Linie Assets gekauft, sondern sie haben Assets geschaffen. Selbst Warren Buffett, der erfolgreichste Investor der Welt, hat nur Anteile von Firmen gekauft, in denen er dann anschließend das Sagen hat und diese Firma besser machen konnte, zu einem ganz anderen Produkt, zu einem ganz anderen Asset machen konnte. Buffett war es immer wichtig, dass er nur Investments getätigt hat, an die er glaubte, die er verstanden hat und die er verändern konnte. Und auf diese Weise die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Warren Buffett kann das auf seine Weise, du kannst es auf deine Weise, ich kann es auf meine Weise. Und ich finde, der leichteste Weg ist und der beglückendste Weg ist, zu schauen, welche Menschen mag ich, was haben sie für Probleme, wie kann ich das Problem lösen, wie kann ich daraus ein Produkt machen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wenn du Leute kennst, die das auch erfahren sollten, dann leite es gerne weiter und abonniere meinen Channel, wenn du mehr solcher Videos möchtest. Dann bist du automatisch dabei, wenn ich die nächsten Tipps gebe und wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst.